Anflug auf Thailand. Dichte Wolken verdecken den Himmel, die Landschaft zeigt sich durchnässt. Ob es wirklich eine gute Idee war, zur Jahresmitte und Regenzeit das Land zu bereisen? Schon vor den 10 Stunden Flugzeit von Europa steht aber fest, es wird eine Reise zwischen buddhistischen Tempeln, Stränden und asiatischen Märkten werden. Unterdessen der Touchdown, wir haben Bodenkontakt mit Indochina. Die ersten Eindrücke, alles modern und übersichtlich, zählte der Flughafen Suvarnabhumi bei seiner Eröffnung am 28. September 2006 zu den neuesten Asiens. Und doch steht er in unmittelbarer Konkurrenz zu den vergleichsweise nahen Drehkreuzen in Malaysia und Singapur. So, willkommen in Thailand. Ein weiteres Asien-Abenteuer steht mir bevor. 2 Wochen möchte ich das asiatische Land Thailand bereisen und möchte euch nun einladen, das mit mir gemeinsam zu erleben. Die meisten Trips starten natürlich an Flughäfen, wie auch dieser hier. Ich bin nämlich hier gerade angekommen am Bangkoker Flughafen und hinter mir warte ich jetzt noch darauf, dass der Koffer ausgespuckt wird. Das ist zum Glück keine Sache von Stunden. Und so ausgestattet mache ich mich auf den Weg in die Innenstadt. Vom Flughafen führt eine Schnellbahnlinie in die City. So ziehe ich am Automaten einen sogenannten Token für 35 Baht, die thailändische Landeswährung. Runde 80 Euro Cent für 25 Kilometer Strecke. Ja, das Preisniveau bewegt sich für Europäer auf einem freundlichen Level. Woran erkennt man Asien? Tja, ganz einfach daran, dass die Züge hinter einer kompletten Absperrung vorfahren und sich die Türen erst dann öffnen, wenn der Zug auch tatsächlich da ist. Die ersten Eindrücke in einem fremden Land prägen sich für gewöhnlich besonders ein. Und sie entstehen für mich genau hier bei der Zugfahrt. Es ist jene thailändische Landschaft, die ich nach meinem Aufenthalt in Bangkok noch mit dem Auto selbst erkunden will. Doch zunächst erreiche ich die Station Makassan, um an dieser für eine weitere Station in die U-Bahn zu wechseln. Das Hotel ist nun nicht mehr weit. So, das erste Mal Bangkoker Innenstadt-Tageslicht. Ich glaube, ich sehe auch schon das Hotel. Das Hotel ist wie immer mit Bedacht ausgewählt und zwar so, dass man es einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. Wie man sieht, ich habe schon die kurzen Klamotten an. Es ist mächtig warm draußen. Hier verbringe ich die nächsten 2 vollen Tage. Diese möchte ich natürlich jetzt nutzen, um mir erstmal Bangkok anzusehen. Bangkok, eine Stadt für Aussteiger, in der man offenbar gut abtauchen kann. Inmitten von Hochhäusern, nächtlichen Straßenmärkten und dichtem Verkehr zeichnete die Filmindustrie schon oft dieses uns bekannte Bild. Dabei hat die Moderne auch hier lange Einzug gehalten. Viele Hochhäuser prägen das Erscheinungsbild. Und doch sind es vor allem die unzähligen Boote auf dem Fluss Chao Phraya und nicht zu vergessen die vielen Rikschas und Tuk-Tuks, die das asiatische Bild prägen. 8 Millionen Menschen konzentrieren sich auf dem rund 1500 Quadratkilometer großen Stadtgebiet, das 1782 zur Hauptstadt des Königreichs Thailand ernannt wurde. Im Folgenden wollen wir uns also nur noch etwas umsehen. Die wichtigsten Programmpunkte, der Goldene Buddha, der Wat Arun und Wat Pho, Bangkoks Grand Palace, die Khao San Road, das Demokratiedenkmal, Chinatown, die Einkaufszentren und der Lumpini Park. Und damit stellt sich auch gleich die Frage, wie man sich in der Millionenmetropole zügig fortbewegt. Ohne Zweifel verliert man auf den Straßen eine Menge Zeit. In Bangkok herrscht de facto immer Stau. Der Linksverkehr dürfte überdies vielen Besuchern erhöhte Konzentration abverlangen. Gepaart mit dem vielen Zweiradverkehr, für den es eine gelebte Vorfahrt in allen Situationen gibt. So bietet das Auto mehr Ballast als Nutzen.
Für den öffentlichen Nahverkehr maßgebend ist zunächst die MRT, das U-Bahn-System. Weiterhin gibt es noch die BTS, eine Hochbahn, welche die Stadt auf Betonstelzen durchzieht. Fahrten beider Systeme gehen schnell und kosten nur wenige Baht, was einem geringen Centbetrag entspricht. Und doch gibt es zumindest einen kleinen Haken. Bei einem Blick auf die Karte wird man feststellen, dass die Stadt förmlich zweigeteilt ist. Der rechte Teil ist mit MRT und BTS gut erschlossen, weniger jedoch der interessantere linke. In diese Lücke springen die unzähligen Taxis, Rikschas und Tuk-Tuks. Fahrpreise sind Verhandlungssache und für Touristen legen sie gerne mal ungeplante Zwischenstopps an überteuerten Läden ein mit der Maßgabe, jedoch bitte etwas zu kaufen. Hartnäckigkeit zahlt sich aus und so sehen wir uns an der ersten Station wieder, dem Golden Buddha. Des Chinatown Gates befindet sich dieser Tempel hier, der den goldenen Buddha beherbergt. Er heißt wirklich so, auch wenn die meisten Buddha-Statuen tatsächlich golden sind. Jahre alt, etwas mehr als 3 Meter groß, Goldanteil 40-80%. Das verlieh dem Golden Buddha seinen Namen. Die 5,5 Tonnen schwere Statue befand sich wahrscheinlich einst in Sukhothai. Das werden wir im weiteren Verlauf des Films noch kennenlernen, der Hauptstadt des damaligen gleichnamigen Königreichs. Erst unter König Phra Phutthayotpha Chualok kam sie in seine neue Hauptstadt Bangkok. Heute ist sie im hiesigen Wat Thraimit untergebracht. Auf den Namen Wat stößt man im Übrigen oft, bezeichnet er eben diese buddhistischen Tempelhäuser, die im ganzen Land zu finden sind. Man betritt sie stets barfuß. Das Laufen auf den kühlen Steinplatten empfindet man bei tropischen 35 Grad Celsius als angenehme Abwechslung. Auf dem Weg zum wohl bekanntesten Tempel Bangkoks, dem Wat Arun, ist der Fluss Chao Phraya zu queren. Generell ist festzustellen, dass der Thai ein inniges Verhältnis zum Wasser pflegt. Als Klong werden die vielen Kanäle bezeichnet, welche nicht nur die Zentralebene Thailands, sondern auch die Stadt Bangkok selbst durchziehen. Besonders hier dienten sie früher als Weg zur Arbeit, als schwimmender Marktplatz, aber auch zur Entsorgung von Fäkalien. Viele von ihnen wurden zugeschüttet und viele münden noch heute in besagtem Fluss. Anlegestellen am Chao Phraya gibt es viele und so lasse ich mich von einem der vielen sogenannten Longtail-Boote zu meiner Destination bringen. Wie kommt man am besten in Bangkok voran? Auf den Straßen ist es ganz schwer, da ist Stau ohne Ende. Und es gibt am besten die Möglichkeit hier, sich entweder per Tuk-Tuk oder auf dem Wasser fortzubewegen. Und mein Ziel ist jetzt der Wat Arun.
einem schon so einiges abverlangen. Es ist relativ chaotisch hier, weil hier bei den ganzen Tempelanlagen leider der öffentliche Nahverkehr doch etwas anders ausfällt. Aber das ist Abenteuer Asien. Erst mit dem Tuk-Tuk quer durch die Stadt bis zu einer Bootsanlegerstelle und dann von der Bootsanlegestelle jetzt hier auf dem Fluss zum Wat Arun. Und auf der anderen Seite des Flusses ist dann der Grand Palace. Auch den werden wir gleich noch sehen. Es ist der bis ins kleinste Detail reichenden Tempelkunst zu verdanken, dass dieses Bauwerk so faszinierend erscheint. Die Turmspitze, sie wird Prang genannt, wird von unterschiedlichen Quellen auf eine Höhe von 66 bis 86 Metern beziffert. Dagegen ist der gesamte Komplex mit einem Mosaik aus bunten chinesischen Porzellan und Muscheln überzogen. Bis zu 1 Million Teile verleihen der Oberfläche ein gewisses Blumenmuster. Das Tolle an dem Wat Arun ist, er ist begehbar. Man kann schön außen dran rumlaufen, aber die Treppenstufen sind sehr steil. Ich habe alles gesehen. Jetzt geht's in Sichtweite zum Grand Palace auf die andere Seite vom Flussufer. Und dazu muss ich jetzt den Fluss queren. Ich hoffe, das klappt, dass die mich jetzt auch an der richtigen Bootsanlegestelle gleich abliefern. Das ist ja hier mit der Sprache und so ist das ja ein bisschen schwierig, aber mit Englisch kommt man so halbwegs voran. Hier liegen die Sehenswürdigkeiten dicht beieinander. Sie sind praktisch nur durch das Wasser getrennt. So setze ich mit einer kleinen Fähre auf die Ostseite über. In europäischer Währung kaum messbar, das Preisniveau ist gering. Gelegenheit zum Geld ausgeben besteht aber überall. Kaum habe ich das Boot verlassen, durchlaufe ich einen kleinen Markt. Was darf es denn sein? Handmanufakturen oder doch vielleicht etwas zum Mittagessen? Wenn man eines nicht tut, dann ist es hier zu verhungern. Die thailändische Küche gilt als sehr kreativ. Ich glaube, ich nenne diese Tour jetzt schon 1001 Tempel in Thailand. Ich stehe jetzt vor dem nächsten Tempel und zwar dem Wat Pho. Der ist gleich auf der anderen Seite vom Flussufer. Eigentlich ganz leicht zu erreichen gewesen. Und wahrscheinlich muss ich jetzt hier schon wieder Eintritt bezahlen. Aber na gut, das sind immer nur kleine Beträge. Mal hier 20 Baht, mal da 50 Baht. So teuer ist das zum Glück nicht. Wie der Wat Arun gehört auch der Wat Pho zu den Hauptattraktionen Bangkoks. Er ist ein königlicher buddhistischer Tempel erster Klasse, den die Landeskönige der Chakri-Dynastie stetig erweiterten. Die meisten Menschen kommen aber wohl hauptsächlich wegen der 46 Meter langen und 15 Meter hohen vergoldeten Buddha-Statue hierher. Ihre Ausmaße sind derart immens, dass es schwer fällt, sie in Gänze zu erfassen. Und doch ist sie nicht die größte ihrer Art. In Thailand gibt es noch einige weitere ähnlichen Ausmaßes. Allein die Füße sind schon so groß wie eine Person. Das Gelände ist ausladend groß. Aber ich bin nicht allein.
Ich treffe auf eine Schülergruppe, die in eine Ordinationshalle strömt. Hier werde ich Zeuge einer Zeremonie. Das nennt man wohl Religionsunterricht vor Ort. So, jetzt muss ich erstmal wieder meine Schuhe anziehen. Ich muss ja die ganze Zeit hier die Schuhe ausziehen in den Tempeln. Aber ich glaube, die sind so alt, die klaut eh keiner. Dicke Mauern umgeben die Anlage des großen Palastes. Hier muss wohl ein König innewohnen, doch weit gefehlt. Thailands Staatsoberhaupt residiert seit vielen Jahren im nicht öffentlichen Chitralada-Palast. Der hiesige Komplex besteht aus einem 2,6 Quadratkilometer großen Gelände ostseitig des Flusses. Das Anwesen gliedert sich in vier Teile, dem äußeren, zentralen und inneren Hof sowie dem Wat Phra Kheo. Den smaragdfarbenen Buddha bekommt man aber nur persönlich zu Gesicht, es herrscht strenges Fotografierverbot. Auch die Besichtigung des Grand Palace stellt den Besucher vor Schwierigkeiten. Zugang nur mit langen Hosen. Bei 35 Grad und hoher Luftfeuchte? Für mich ein absolutes No-Go. Dafür falle ich mit meinem Sommeroutfit einen Stadtteil weiter nördlich weit weniger auf. Wenn man genug Tempel gesehen hat, dann braucht man mal was anderes. Beispielsweise kann man das hier in der Khao San Road finden. Das ist das Backpackerviertel von Bangkok. Es genügen wohl nur wenige Blicke, um zu erkennen, was hier täglich abläuft. Diverse Garküchen und Kneipen, Straßenhändler, Tätowiershops und Übernachtungsmöglichkeiten. Sie alle buhlen um Kunden. Das auffällig junge Laufvolk macht die Khao San Road zu dem, was sie in den 80er Jahren einst bekannt machte, eine Backpackerstraße. Obgleich der Name Khao San eigentlich mehr an das erinnert, was hier einst verkauft wurde, nämlich ungekochter weißer Reis. Dieses Bild hat sich also gewandelt. Und es wandelt sich weiter. Die Mieten steigen, mancher Straßenhändler musste für eine Ladenkette Platz machen und Hostels werden zu Mittelklasse-Hotels aufgerüstet. Ein Viertel im Wandel. Das trifft auch auf die politischen Strukturen Thailands zu. 1973, 1992, 2009, 2010 und 2013 sind Beispiele jener Jahre, in denen die Massen zum nahegelegenen Demokratiedenkmal strömten. Ob es an der geschichtlichen Vergangenheit des Denkmals liegt? 1939 gebaut, sollte es an den Umsturz von 1932 erinnern, der zur Einführung der konstitutionellen Monarchie im damaligen Königreich von Siam führte, heute Teil Thailands. Ganz schön eng ist es hier in Chinatown. Braucht jemand irgendwie Handyhüllen? Armbrustgewehre, gefälschte Uhren, Sonnenbrillen. Hier gibt es eigentlich alles, was man so braucht. Fußmatten könnte ich auch noch anbieten. Eine kleine Seitenstraße des Viertels ist vollgepackt mit Ständen. Zu allem Überfluss drängen sich zudem Fahrzeuge hindurch. Dass man hier nicht unbedingt auf Originalware stößt, ist hinlänglich bekannt. Zumindest ist der Preis äußerst gering. Was so eine Armbanduhr kostet, interessiert mich aber dann doch. For such a Rolex? Yeah. Okay. No, I don't want to have it. I was just curious how much it cost.
der BTS gefahren. Das ist prinzipiell auch eine Stadtbahn, die auf Stelzen quer im ganzen Stadtgebiet aufgebaut ist. Verläuft also nicht im Untergrund. Man sieht also auch mal ein bisschen was von der Stadt, wenn man von A nach B fährt. Und ich bin jetzt hier mal nach Chitlom rausgefahren. Und hier sind viele Hochhäuser mit großen Einkaufszentren. So unterschiedlich ist Bangkok. Kam uns eben Chinatown doch recht urasiatisch vor, kann man hier durchaus westliche Orientierung erkennen. Entlang der Hochbahnlinie ist es zunächst ein leichtes, von einem Gebäude überdacht, das nächste zu erreichen. Tropische Regenschauern können eben intensiv und andauernd ausfallen. Das werden wir im weiteren Verlauf der Reise noch feststellen. Nicht weit auseinander liegen hier die Central World, das Siam Center und das MBK Center. Sie alle bieten dem Publikum eine ganz eigene Warenpalette. Während man in den ersten beiden den Fokus unter anderem auf Edelmarken legt, ist das MBK Center vor allem für Technikfreaks von Interesse. Eine Eisbahn mitten im Shopping Center. Draußen sind es 30 Grad, das ist ein Plan. Sind bekanntlich drei. Das Siam Center haben wir ja gerade gesehen. Und es gibt noch ein weiteres, und zwar das MBK. Das ist nur wenige Fußminuten von hier entfernt. Mehr als 100.000 Besucher strömen täglich in das Gebäude. Auf 8 Stockwerken buhlen 2000 Shops, Restaurants und Serviceläden um die Gunst der Kunden. So lässt sich die Kette weiter erzählen. Bangkok hat sich zu einer typischen Großmetropole emanzipiert. Dennoch liegen hier das moderne Warenangebot und das asiatische Markttreiben dicht beieinander. Vielleicht ist es das, was die Stadt so interessant macht. Es sieht ja hier alles doch recht modern aus, muss man so feststellen. Aber wenn wir gleich die Tür da unten verlassen, dann sind wir sozusagen wieder mittendrin im thailändischen Handelsgeschehen auf offener Straße. Eigentlich ist Bangkok so eine richtige Betonwüste. Und das Leben spielt sich bekanntermaßen immer dazwischen ab. Zum Beispiel dann in vielen kleinen Ständen, wo man Getränke kaufen kann oder auch was zum Essen. Apropos Getränke, es ist ja warm. Und man muss natürlich genug Flüssigkeit zu sich nehmen. Und ich habe mir jetzt hier gerade erstmal Coconut Water organisiert, also Kokosnuss mit Wasser. Geil. Wo auch immer man sich im Stadtgebiet aufhält, man stößt oft auf lauten Verkehr und viele Menschen. Da bleibt kaum Zeit zum Relaxen. Besonders gegen Abend, wenn die Hitze nachlässt und die Temperaturen erträglicher werden, lädt der Lumpini Park im Herzen Bangkoks zum Verweilen ein. Egal, ob man nur für einen kurzen Spaziergang hierher kommt oder sportlichen Aktivitäten nachgeht. Am späten Nachmittag lässt es sich gut aushalten. Apropos Sport, eine Runde Aerobic gefällig? Die Vorturner geben alles, um ihre Nachahmer bei Laune zu halten. Na dann,
Eins, zwei, drei, auf geht's. Tag in Bangkok geht zu Ende. Da stellt sich doch eigentlich die Frage, was macht man denn abends in dieser Millionenmetropole? Vielleicht riskiere ich mal einen Blick in die Skybar. Da kommt man allerdings nicht so leicht rein, denn man braucht dafür etwas bessere Klamotten. Aber sie verspricht vom 63. oder 68. Stock aus wunderbare Ausblicke auf Bangkok. Heißt dieser riesengroße Kasten, wo ich jetzt gleich mal mit dem Fahrstuhl in den 64. Stock rauffahren werde. Weil dort oben ist nämlich eine der höchsten, wenn nicht sogar die höchste Skybar der Welt, im 64. Stock. Von dort hat man jetzt auf jeden Fall zu späterer Stunde eine Wahnsinnsaussicht über ganz Bangkok. Bar hoch über der Stadt. So lässt man wohl am besten lange Erkundungszüge ausklingen. Umhüllt von der feuchtwarmen tropischen Luft gleicht diese einem lauen Sommerabend in Mitteleuropa. Friedlich glitzern die Lichter der Metropole, dazu ein geschmackliches Highlight. Schon schwer hier ein Getränk ohne Alkohol zu bekommen, aber es ist ein sogenannter Distill Punch. Alter, total fruchtig. In Bangkok geht zu Ende. Vielleicht noch ein bisschen Frischwasser mitgebracht. Ja, es ist auch bereits der letzte Abend in Bangkok und morgen geht es schon wieder zurück zum Flughafen. Aber nein, jetzt geht die Reise eigentlich erst richtig los. Dort werde ich nämlich ein Auto abholen und dann noch etwas durchs Land fahren. Guten Morgen, Bangkok. Ein letztes Mal. Es geht jetzt gleich wieder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurück zum Flughafen und von dort werde ich dann ein Auto abholen und mich dann hier mal durch den thailändischen Verkehr wagen. Und das erste Ziel auf diesem zweiten Reiseteil soll Pattaya sein. Und im weiteren Reiseverlauf geht es nach Nord- und Südthailand. Doch zunächst fahre ich zurück zum Flughafen. Willkommen soll das wahrscheinlich heißen. Na, ist ja egal. So, ich brauche jetzt hier erstmal wieder ein Ticket. Erstmal stellen wir es mal auf Englisch um. Dann fahren wir mal zum Flughafen. Und das Ding kostet 35 Baht. Den Mietwagen jetzt erst entgegenzunehmen, ist durchaus sinnvoll. Die Erkundung Bangkoks mit öffentlichen Verkehrsmitteln gelang mir stressfrei, schnell und preiswert. Auf den Straßen verliert man einfach zu viel Zeit, um von A nach B zu gelangen. Obendrein schlägt jede Fahrt mit der U-Bahn nur mit verschwindend geringen Beträgen zu Buche.
Schließlich muss ich ja ohnehin zum Ende der Reise wieder zurück zum Flughafen, den Wagen abgeben und die Rückreise in die Heimat antreten. Doch nun geht sie eigentlich erst einmal richtig los. Zurück am Flughafen erhalte ich den Mietwagen nicht direkt am Schalter im Terminal, sondern werde mit einem Bus zur außerhalb liegenden Parkstation der Agentur gefahren. Noch ohne Orientierung im hiesigen Verkehrsnetz hoffe ich, das Areal bei Abgabe auch wiederzufinden. Überdies ist es brütend heiß, nur gut, dass der Wagen unter einer Abdeckung steht. Der Mitarbeiter schwitzt unterdessen aus allen Poren. So, the first car in Thailand. Just picked it up at the airport here. And it hopefully will take me through the country. Auto abholen in anderen Ländern, das ist doch immer wieder lustig. Jetzt müssen die erstmal wegfahren, damit ich hier wegkomme. Mal gucken, wie das hier funktioniert. Aircondition und so hat die Karre ja hoffentlich. Passt schon. Hoi, will jemand ein bisschen Thai-Musik hören? Ich bevorzuge lieber meine eigene Musik. Der Weg von Bangkok nach Pattaya ist kein weiter. Nur rund 120 Kilometer am Golf von Thailand entlang und man erreicht die bekannten Urlaubs- und Freizeitgefilde. Die Strecke ist autobahnähnlich ausgebaut und stark befahren. Dass die Gegend in den 1950er Jahren noch aus wenigen unbedeutenden Dörfern bestand, kann man sich heute kaum noch vorstellen. Die eigentliche Stadtgeschichte beginnt in den frühen 60er Jahren. Während des Vietnamkriegs kamen viele GIs hierher, um sich am Strand zu erholen, woraufhin Pattaya anfing, sich zu entwickeln. Die Einwohnerzahl wächst noch heute. Gegen 13 Uhr finde ich mich aber zunächst im südlichen Teil der Stadt wieder. Etwas außerhalb vom Pattaya-Stadtzentrum befindet sich der sogenannte Floating Market, der schwimmende Markt. Ein Besuch lohnt in jedem Fall, denn hier befinden sich zahlreiche Holzhäuser auf Holzstelzen in einem doch recht großen Wasserareal. Zugegeben, die Mittagshitze ist nicht der beste Zeitpunkt für einen Besuch. Wer zur früheren Tagesstunde zugegen ist, trifft auf deutlich größeres Markttreiben. Verkauft werden frische Waren direkt vom Boot zum Kunden. Und nicht nur das, manche Händler bereiten Speisen in ihrer schwimmenden Küche zu. Doch auch zur Mittagszeit und damit zur Mittagshitze ist das Umherlaufen über die zahlreichen Brücken, Terrassen und entlang der Häuser ein Erlebnis. Man muss gar aufpassen, sich nicht zu verirren, derart verzweigt ist das System angelegt. Generell gibt es viele solcher Märkte, da der Thai zum Wasser ohnehin eine enge Beziehung pflegt. Ist ja eigentlich dieser Food Court, von dem die alle gesprochen haben. Also hier kann man ganz viele Sachen essen, aber die Frage ist bloß, was ist das alles? Darf es ein wenig westlicher sein? Die Thai-Küche ist vielfältig gestaltet. Dann finde ich aber doch etwas, was mir zusagt. Also dann guten Appetit. Die Suppe schmeckt zwar etwas nach Wasser, aber ist okay. Das ist ganz krass.
Keilriemen er macht, hört sich gar nicht toll an. Aber bei der Hitze sei es ihm gegönnt. Oh, hoffentlich kommt die Klimaanlage gleich mal am Start. Nach diesen Eindrücken steuere ich den bekannten Teil Pattayas an. Ich will das sehen, weshalb es so viele Menschen in die Stadt zieht, die ausgedehnte Strandbucht. Ein erster Überblick gelingt bereits vom Hotel. Und an jenem sieht man auch, dass man dem weltweiten Publikum einiges bieten will. Wenn schon Pattaya, dann ganz auch sicher mal in einem richtig klassischen Hotel, wie man sich für diese Gegend vorstellt. Ja, das ist meine Aussicht. Tja, hinter mir ist er dann also, Pattaya Beach. Und ich glaube, so langsam kann ich mir auch schon vorstellen, warum so viele Urlauber genau hier hin wollen. Das sieht nämlich mächtig nach Traumstrand aus. Könnte mich auch ein bisschen an Hawaii erinnern. Die Strandbucht von Pattaya, weltbekannt, eines der Highlights für viele Touristen zumindest in Thailand. Im Hintergrund die höheren Gebäude der Stadt und wenn wir die Bucht weiter nach da hinten folgen, kommen wir irgendwann zur sogenannten Walking Street. Da ist insbesondere das Nachtleben vorherrschend. Ein durchaus idyllisches Fleckchen Erde. Und an die vielen Disco- und Beschallungsfahrzeuge kann man sich hier an der Uferstraße nach einiger Zeit auch gewöhnen. Auffällig viele ältere Herren westlichen Erscheinungsbildes sind hier anzutreffen. Das Klischee passt. Man verbringt einen entspannten Lebensabend und nicht selten mit einer jüngeren einheimischen Partnerin. Doch während ich so an der Uferstraße entlanglaufe, braut sich draußen auf See was zusammen. Den Fußmarsch zur Fußgängerzone Walking Street muss ich für etwa 2 Stunden unterbrechen. Es hat gerade so ein bisschen angefangen zu regnen, von 0 auf 100 in 3 Sekunden. Ich bin jetzt so, wie man sehen kann, ein bisschen nass geworden. Das ist aber auch nicht schlimm. Das ist eine sehr angenehme Abkühlung nach diesem doch sehr schwülen Tag. Aber es ist schon interessant, wie schnell die Leute hier alle ihre Regenschirme und alles, was hier aufgestellt war, in Sicherheit gebracht haben. Und wenn es in den Tropen einmal regnet, dann regnet es. Das ist sozusagen die Mutter aller Regenfälle. Ausgerechnet habe ich heute den Regenschirm im Hotel gelassen. Das ist ja wieder super geplant. Na gut, also gönne ich mir jetzt mal wieder einen richtig geilen Drink. Ein Papaya Paradise. Wenn sich die Promenade beginnt in Dunkelheit zu hüllen, erhellt sie sich von selbst. Das Hawaii-Gefühl des Tages weicht dem Mallorca-Feeling am Abend. So schimmern die unzähligen Clubs bunt in der Nacht. Sodann gelingt es mir nun doch, die Promenade bis zu ihrem Ende zu laufen. Hier beginnt die Walking Street, jener Stadtteil, der gewissermaßen doch leicht verschrien ist. Neben diversen Nachtclubs ist es in den Bars ein leichtes, mit der weiblichen einheimischen Bevölkerung in jeglicher Hinsicht in Kontakt zu kommen.
Ich bin bereits wieder auf der Strecke unterwegs, grobe Richtung Bangkok, werde aber dran vorbeifahren, denn es geht nach Ayutthaya, das ist ein paar Kilometer nördlich davon. Und man spricht davon, dass es die alte Hauptstadt Thailands ist, mit einem durchaus interessanten Tempel. Womit sich meine These beweisen wird, dass man hier als ausländischer Besucher stets zwischen Stränden, Tempelanlagen und asiatischen Märkten pendelt. Mit rund 200 Kilometern Strecke ein insgesamt überschaubarer Trip zu einer Weltkulturerbestätte der UNESCO. Wenn ich da nicht am Wegesrand zunächst abgelenkt und aufgehalten worden wäre. On my way here to the historical park in Ayutthaya, I met some guys here from the local university and they would like to ask me some questions. Please start. Yes. Can you speak Thai? No, unfortunately I don't speak Thai. Oh. Yeah. Maybe on my next trip I will study one or two words, I don't know. Champion. Yeah, football champion, okay. Thank you. Well, that escalated quickly, könnte man sagen. Die kürzlich stattgefundene Fußball-Weltmeisterschaft entschied Deutschland für sich und so leistet sie mir bereits auf meiner Reise einen Teil zur Völkerverständigung. Dabei wollte ich mir doch eigentlich zunächst ein paar Elefanten ansehen, auf die man in Thailand an vielen Ecken stößt. Es handelt sich hier nämlich um eines der letzten natürlichen Verbreitungsgebiete dieser asiatischen Spezies. Man schätzt ihre Zahl heute noch auf etwa 2500 bis 3000 Tiere. In freier Wildbahn leben sie stets in Konflikt mit dem Menschen, der ihren Lebensraum immer weiter einschränkt. Bevor man hier zu der Tempelanlage kommt, muss man durch einen kleinen Markt durchlaufen. Tja, und eins kann dieser Film leider überhaupt nicht leisten. Und zwar, es sind die vielfältigsten Gerüche der unterschiedlichsten Waren, die hier so auf einen einwirken. Was ist das bloß alles, wird sich der geneigte Zuschauer möglicherweise fragen. Mal riecht es fruchtig, dann wieder fischig und schließlich einfach nur undefinierbar. Eine experimentelle Gourmet-Tour könnte also genau hier beginnen. Doch zum Glück bin ich nicht deswegen hier, sondern habe es auf historische Kulturgüter aus Stein abgesehen, dem Ayutthaya Historical Park. Es war im Jahr 712 des Chula-Kalenders, ein Jahr des Tigers. Am Freitag, dem sechsten Tag des zunehmenden Mondes im fünften Monat, um 3 Nalika und 9 Baht nach Tagesanbruch, als die Altstadt Ayutthaya nach den königlichen Chroniken gegründet wurde. Dieses mystische erzählte Datum entspricht dem 4. März 1351 AD. Die Hauptstadt des siamesischen Königreichs bestand bis 1767. Dann wurde sie durch die birmanische Armee eingenommen und dem Erdboden gleichgemacht. Erst 1956 begann die thailändische Kulturbehörde mit der Restaurierung der Ruinen. Seit 1991 listet die UNESCO den Park in ihrer Liste der Weltkulturerbe. Nicht ohne Grund. Der Tempel Phra Si Sanphet ist der schönste der Stadt. Seine 3 großen Shedis beherbergen die Asche von König Rama Thibodi II. Und seines Vaters aus dem 15. Jahrhundert. 1001 Tempel in Thailand. Wird das nicht mal langweilig? Keineswegs. Es ist deren unterschiedliche Gestaltung, die Liebe zum Detail, aber auch ihre historische Vergangenheit, die sie so besonders interessant machen. Thank you.
würde ich sagen. Das nächste Ziel ist die Stadt Sukhothai. Auch dort gibt es eine ähnliche Tempelanlage, auch durchaus interessant. Allerdings sind es 400 Kilometer Fahrt und wir haben schon mittlerer Nachmittag. Mal gucken, ich fahre einfach mal in die Richtung, mal schauen, was passiert. Womit sich eine interessante Frage stellt: Wo verbringe ich die Nacht? In tropischen Breiten wird es gegen 18.30 Uhr dunkel und Hotels liegen nicht immer direkt am Wegesrand. Und wer kann schon die Lettern Hotel auf Thai lesen? Gut dem, der ein Smartphone mit sich führt und sich zur nächsten Nachtbleibe lotsen lässt. Der Effekt Hirn aus, Navi an, führt aber nicht selten zu einem kleinen Nebeneffekt. Wo bin ich? Kann mir das mal jemand sagen? Also, okay, ich bin im Hotel, das sehe ich auch, aber ich habe es irgendwie geschafft, mir eine Schlafgelegenheit zu organisieren. Aber wie heißt diese Stadt? Wo bin ich? Hilfe! Ich kann kein Thai lesen, das wird schwierig. Kamphaeng Phet lautet des Rätsels Lösung, etwa 360 Kilometer nördlich von Bangkok an der Hauptstraße 1 gelegen. Irgendwo inmitten der grünen Hölle Thailands. Oder wie ist sonst das ganze nächtliche Getier zu erklären? Gehen wir mal so langsam zum gemütlichen Teil des Abends über. Ich könnte mich jetzt auch direkt hier draußen hinsetzen, aber ich glaube, es ist zu viel Viehzeug in der Luft. Es ist sehr feucht draußen und ich habe ja noch meinen Tagesbericht für heute zu schreiben. Viel erlebt, ihr habt ebenso viel gesehen wie ich und damit würde ich sagen, morgen geht es dann weiter im Reiseplan. Auch der heutige Tag steht unter dem Zeichen alter Kulturgüter. Aber erst später. Denn zunächst ist es Zeit für die morgendliche Mahlzeit. Neben zwei Scheiben Toast gibt es originales Thai-Frühstück. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber dennoch, ja, mundet es. Wenig später sitze ich bereits wieder hinter dem Lenkrad und steuere das über die Hauptstraßen 150 Kilometer entfernte Sukhothai an, der man nachsagt, die Wiege Thailands zu sein. Der kleine Toyota und mit ihm sein Fahrer, der schon wieder mächtig am Schwitzen ist. Wahnsinn. Grob Mittag ist es jetzt. Ich bin jetzt hier angekommen in Sukhothai beim Historical Park. Auch hier gibt es eine weitere Tempelanlage zu besichtigen. Und die ist irgendwo da hinten. Da werde ich jetzt mal hingehen. Und hier könnte man fast was essen. Auch hier ist es wieder marktähnlich ausgebaut. Der Park ist groß, man nehme sich Zeit. Und seine einstige Größe kann man heute noch erahnen. Im 13. und 14. Jahrhundert entstand hier das erste Thai-Königreich, das in der Folge zu Anfang des 15. Jahrhunderts von Ayutthaya abgelöst worden war. Sukhothai wurde jedoch von den Birmanen verschont. Und so sehen wir uns heute hier deutlich mehr Ruinen gegenüber als im südlicheren Ayutthaya. Innerhalb und außerhalb der alten Stadtmauern sind heute fast 200 Tempelruinen erhalten, die ältesten eben aus dem 13. Jahrhundert. Als zentraler und wichtigster Tempelkomplex gilt das Wat Mahathat. Er wurde ab Mitte des 13. Jahrhunderts erbaut und weist noch einige im Original erhaltene Buddha-Statuen auf. Gerade hier und will das Schild vom Wat
Sri Savai Film und entdecke gerade ganz riesengroße, komische Ameisen. Sie weiß zwar noch nicht so richtig, wo sie hin will, aber na gut. Genug der guten Vorrede. Wir sind jetzt hier am Wat Sri Savai. Hier gibt es noch zahlreiche weitere von diesen Tempelanlagen. Aber das hier ist jetzt die zweite und wahrscheinlich auch zeitlich bedingt die letzte, die ich mir hier im historischen Park ansehen will. Weil ansonsten ist der Park sehr groß und die Zeit ist knapp. Man könnte vielleicht auch fast sagen, der schiefe Turm von Thailand, weil ganz gerade sind die Dinger nicht. Naja, dann wohl eher die schiefen Türme von Thailand. Würde ich sagen. Jetzt gibt es erstmal was zu essen. Hier in dem Park gibt es so ein paar kleine Stände. Auch da kann man wieder thai-typisch zubereitete Waren kaufen. Und ich bin mal gespannt. Ich habe mir jetzt Fried Rice with Pork organisiert. Was da jetzt gleich kommt. Prost. Okay, thank you. Na dann, guten Hunger. Ein Mittagessen mit frischen Zutaten für 40 thailändische Baht. Das entspricht gerade einmal 90 Euro Cent. So lässt sich's und dazu scheinbar auch gesund leben. Doch nicht nur im Hauptgang weiß die thailändische Küche zu punkten. Auch beim Nachtisch. Sehr zu empfehlen sind frisch zubereitete Eisshakes. Nicht nur das Plus an Flüssigkeit ist bei dem vorherrschenden feuchtwarmen Klima eine gute Sache. Die hiesigen Tropenfrüchte haben im Gegensatz zur Verkaufsware in Europa keine langen Wege hinter sich. Sie sind deutlich geschmacksintensiver. So darf es dann auch gern mal ein Kokosshake sein, der mir die weitere Wegstrecke versüßt. Denn nun setze ich meine Reise für einen kurzen Abstecher nach Chiang Mai fort. Unterwegs bietet die Landschaft hier auch genau das, was man sich unter Indochina so vorstellt. Große Wasserflächen, Reisanbau, Ländlichkeit. Nach einer Übernachtung am Stadtrand sehe ich mich inmitten von Thailands nördlichster Großstadt wieder. 200 buddhistische Tempel schmücken das Stadtgebiet. Viele davon befinden sich in der Altstadt. Diese wird von einem Viereck aus der antiken Stadtmauer und einem parallel dazu verlaufenden Wassergraben umschlossen. Das Zentrum der modernen Stadt liegt hingegen östlich und ist nicht Gegenstand meines Besuches. Hier in der Altstadt von Chiang Mai sind einige Wats anzutreffen und ebenso viele Touristen. Und auch ganz viele Schulklassen, die hier irgendwie die Touristen befragen, wo sie herkommen und dann wollen sie unbedingt auch noch ein Foto von denen haben. Naja, ich wurde jetzt mittlerweile schon zwei oder dreimal fotografiert. Ich glaube, ich werde jetzt langsam berühmt. You wanna get in touch with the foreigners? Yes. Okay. Yes.
and you would like to know where I come from? Yes. Do you live here in the city? Yes. Okay, so thank you. Thank you. Dem knappen Zeitbudget meiner Reiseplanung ist es geschuldet, dass ich mich hier auf einen kurzen Fußmarsch in der Altstadt beschränke. Entlang der Hauptstraße ist bereits nach kurzer Zeit an diversen Stellen thailändische Tempelkunst auszumachen. Das Land der 1001 Tempel, wie ich Thailand inzwischen für mich befunden habe, macht auch hier im Norden seinem Namen alle Ehre. Chiang Mai immer geradeaus weitergeht und der Straße folgt, dann kommt man an einigen Tempelanlagen vorbei, das ist richtig. Aber diese hier ist sicherlich eine der sehenswertesten und wird auch immer wieder im Zusammenhang mit Chiang Mai genannt. Das Wat Phra Singh liegt im westlichen Teil der Altstadt. Sein von steinernen Löwen bewachtes Hauptportal befindet sich am Ende der Hauptstraße von Chiang Mai, der Ratcha Dam Nuen Road, die von hier genau nach Osten durch das alte Stadttor führt. Seine überregionale Bedeutung erhält der Tempel durch den Phra Putta Sihing, eine Buddha-Statue, deren genaue Herkunft ungewiss ist. Einer Legende nach soll er dem Löwen der Shakyas ähneln, einer verlorenen Statue aus Indien. Er soll dann über Sri Lanka und Ayutthaya schließlich hierher gelangt sein. Heute gibt es in Thailand insgesamt 3 Statuen, von denen behauptet wird, sie seien der Phra Sihing. So denn habe ich den nördlichsten Punkt meiner Reise erreicht. Die nächsten Ziele liegen erneut im mittleren Teil Thailands auf der Höhe Bangkoks und haben mit Eisenbahn zu tun, so viel vorab. Bis dahin gilt es eine Wegstrecke von 700 Kilometern zu absolvieren. Eine Aufgabe, die mich den gesamten Tag bis hinein in den späten Abend an Zeit kosten wird. Um 19 Uhr ist jegliches Sonnenlicht abgetaucht und ich rausche über die abendlichen Straßen Thailands. Spätestens nach dem heutigen Tag fahre ich schon selbst wie ein Thai. Dennoch bin ich erstaunt, dass man in Thailand auch zu vorgerückter Stunde gut vorankommt. Zwar wollte ich zunächst Nachtfahrten vermeiden, aber was tut man nicht alles, um spät abends die Stadt Kanchanaburi zu erreichen? Die Uhr wird 21.30 Uhr zeigen, bis ich am Ortsrand in ein Hotel einchecken werde. We'll be right back.
angekommen. Wir sind zurück in Zentral-Thailand. Der heutige Tag wird recht eisenbahnlastig. Doch genau um dieses Verkehrsmittel ranken sich hier viele Mythen und kulturelle Ereignisse. So beginne ich den heutigen Tag in Kanchanaburi. Die lange Fahrt aus Nord-Thailand hat sich indes gelohnt, denn wenn man diesen Gleisen folgt, dort hinten geht es übrigens Richtung Bangkok, dann kommt man geradeaus über die weltbekannte Brücke am Quai. Eine Stahlkonstruktion, die heute noch in Betrieb ist. Ihre Berühmtheit hat sie von einem Film, die Brücke am Quai. Und in der Tat wurden hier damals sogar Kriegsgefangene dafür eingesetzt, um hier Brücken zu errichten. Zunächst eine Holzbrücke und dann ein paar Jahre später eine stählerne Brücke. Die heutige Konstruktion stammt allerdings aus den 70ern und wurde von einer japanischen Firma errichtet. Und so ist es der Filmgeschichte geschuldet, dass es Menschen aus der ganzen Welt hierher zieht. Floskeln wie gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr scheinen hier wohl offensichtlich fremd, denn es ist für viele eine Selbstverständlichkeit, zu Fuß eben diese bekannte Brücke zu überqueren. In Thailand nimmt man es mit der Sicherheit eben nicht so ernst. Das eigentliche Highlight steht mit der Überfahrt eines in Kürze einfahrenden Zuges aber erst noch bevor. Weil der Zug so ewig lang ist. Der ist gar nicht so kurz. Für 100 Baht kann man hier mitfahren, das ist gar nicht viel. Aber ich glaube, das Ende kommt gleich. Das war die Brücke am Quai. Es geht jetzt zurück zur thailändischen Bucht. Die heutigen Ziele liegen alle auf einer Ecke. Nahe der Küstenlinie des Golfs von Thailand befindet sich die kleine Stadt Amphaba, die für ihren eigenen schwimmenden Markt bekannt ist. Mein Timing wird jedoch abermals nicht passen. Schon wieder vorherrschend ist die brennende Mittagshitze, sodass ich keine großen Hoffnungen hege, gleich auf viele Boote zu stoßen. Aber einen fahrenden Zug auf einer weltbekannten Brücke ohne vorherige Konsultierung der Abfahrtzeiten abzupassen, entschädigt für alles Weitere. Eine weltbekannte Zugpassage am Abend steht mir ohnehin noch bevor. Nach dem kleinen Abstecher zur Brücke am Quai bin ich jetzt schon wieder ein Stück näher an die Bucht von Thailand herangerückt. Hinter mir fließt hier der Mekong. Er mündet auch in die Bucht von Thailand. Und hier befindet sich einer der vielen schwimmenden Märkte, nämlich der schwimmende Markt von Amphaba. Thank you.
Ich bin jetzt hier beim Mek Long Train Market angekommen. Und zwar ist das der berühmte Markt, wo alle Stunde, zwei Stunden ein Zug mittendrin durchfährt und die Stände dafür extra zusammengeklappt werden müssen. Aber was erzähle ich das eigentlich? Das gucken wir uns jetzt lieber mal an. Schon an der Endstation sehen die Gleise verlassen aus. Dennoch ist sie in Betrieb. Bis zu 8-mal am Tag fährt hier ein Zug ein. Auf seinen letzten Metern passiert er dabei einen der größten Frischwarenmärkte Thailands. Es ist wohl der Win-Win-Situation geschuldet. Die Verkäufer müssen auf dem Bahngelände keine Standgebühr bezahlen. Bahn und Bauern haben sich im Laufe der Zeit arrangiert. So regt sich niemand über das verwinkelte, unwegsame Gelände auf. Und von Unfällen hat hier angeblich auch noch nie jemand etwas gehört. Unvorstellbar für uns Europäer. Vielleicht liegt es aber auch an der langsamen Geschwindigkeit. Mit dem Durchschnitt 30 Kilometern pro Stunde gehört die Bahnlinie ohnehin zu den langsamsten des Landes. Kein Wunder, wenn man sich das vorherrschende Gleisbett ansieht und solche Hindernisse eine schnelle Fahrt kaum möglich machen. Interessant ist auch, dass diese ganze Überdachung hier flexibel gestaltet ist. Das heißt, sobald ein Zug kommt, kann man die nämlich einklappen. Wahnsinn, da fährt also ein Zug mitten durch einen Markt durch. Idealerweise besucht man diesen Markt gegen Mittag. Der Zug kommt einmal morgens so gegen 9 Uhr, gegen 13 Uhr und einmal abends gegen 18 Uhr. Der Weg in die südlichen Gefilde Thailands ist lang. Runde 700 Kilometer trennen den Train Market von der Region Krabi und von dort aus ist es dann nicht mehr weit bis zur Insel Phuket. Und auch wenn die Strecke stets entlang der südlichen schmalen Landzunge entlang am Golf von Thailand führt, ist vom Wasser zunächst nichts zu sehen. Dafür ist die Landschaft mächtig grün geworden, thailändischer Urwald, wohin man schaut. Wenn man dann aber doch mal zum Wasser kommt, trifft man hier unten auf Traumstrände. Jetzt noch das passende Hotel dazu und das Paradies ist komplett. Auf geht's nach Ao Nang. So lässt es sich aushalten. Die passende Hotelanlage wäre gefunden. Von den sogenannten Resort-Hotels gibt es hier einige und für nicht viel Geld trifft man auf noble Anwesen. Nach der langen Fahrt gelingt die Erholung so wohl am besten. Doch einen Blick auf die Andamanensee möchte ich schon noch werfen und so packe ich meine 7 Sachen zusammen für einen kurzen Fußmarsch. Dann ist jetzt alles fertig für einen Fußmarsch zum Strand. Schlüssel brauchen wir auch noch. Das hat übrigens einen Grund, warum die Tür so schwer aufgeht hier unten durch das Gummi, damit hier nämlich kein Viechzeug reinkommt. Gleich hinter dem Hotel geht er los. Der thailändische Urwald. Da drinnen lebt alles.
hinter mir zu sehen, Ao Nang Beach, direkt an der Andamanensee. Das, was hier so besonders ist, sind die Kalksteinfelsenformationen, die hier zum Teil noch aus dem Wasser emporsteigen. Wenn man mit dem Boot hinausfährt, gibt es noch weitere Inseln, die auch von Kalksteinfelsen geprägt sind. Ansonsten, die Andamanensee erlangte ja vor einigen Jahren traurige Berühmtheit, als ein Tsunami auf die Küste traf. Ist wie viele andere thailändische Städte oder ich sag mal Zivilisationsansammlungen auch ein Straßendorf. Eine Hauptstraße mit ganz vielen Menschen, viel Verkehr, links und rechts Häuser und wenn man dann mal so in die Anführungsstrichen Nebenstraßen guckt, da ist dann schon nicht mehr viel. Eine entspannte Atmosphäre. Hier abends sitzen, in Deutschland würde man sagen laue Sommernacht, hier ist es wohl eher noch die spülwarme Tropenluft. Mit Blick auf den liebevoll gestalteten Innenhof und dabei die Tagesdokumentation für heute machen. Das Hotel war schon eine durchaus traumhafte Bleibe, aber von diesen gibt es viele hier unten in der Gegend. Jetzt geht es langsam weiter und zwar werde ich mal 17 Kilometer weiterfahren nach Krabi Stadt und von dort aus wird mich die weitere Wegstrecke dann zur Insel Phuket führen. Boah, ist das warm! Klimaanlage an Start, sag ich nur. So schön wie das ist, längere Zeit in Hotelanlagen zu verweilen, aber ich bin irgendwie immer nie der Typ dazu. Ich freue mich doch jedes Mal wieder, wenn es etwas wieder auf Strecke geht. Über die schmalen Zufahrtsstraßen Ao Nang Beachs verlasse ich den Badeort und sehe mich kurze Zeit später in Krabi Stadt wieder. Doch aus der Erkundungstour wird nichts. Wie war das mit Thailand in der Regenzeit? Auch der anstehende Besuch auf der Insel Phuket wird an manchen Ecken viel zu nass werden. Da hilft nur eins, das Beste draus machen. Denn mit der Wahl der Ziele will ich auch die letzten Tage meiner Reise noch halbwegs sehenswert gestalten. So, jetzt bin ich hier gerade in Krabi Stadt angekommen. Jetzt wollte ich doch eigentlich gerade mal eine Runde drehen, aber irgendwie fällt das gerade ein bisschen ins Wasser. Ja, schön. Naja, ich sitze ja im Trockenen. Monsunartig prasselt das Nass ohne die geringste Pause hernieder. Wohl ein verlorener Tag. Da hilft es auch nicht, an einer der vielen Tankstellen und Rastplätze anzuhalten und auf Besserung zu warten.
Dennoch gibt es in den Folgestunden immer wieder mal kleine Lichtblicke, die mir das ermöglichen zu besichtigen, was noch auf meiner Liste steht. Das Zeitbudget ist auf meiner Seite und so lege ich in der Bootslagune, ja, das ist zeitgleich ein Stadtname, eine Überbrückungsnacht ein. Die nächsten Anlaufpunkte sind im südlichen Teil der Insel ein Aussichtspunkt, eine weitere Tempelanlage sowie der Big Buddha von Phuket, weiterhin Patong Beach und zum Schluss sehen wir uns noch die Brücke zur Insel Phuket näher an. Dass Phuket unter Umständen auch eine Insel ist, wo es wohlhabendere Gegend gibt, könnte man sich vorstellen, wie vielleicht hier in der sogenannten Boat Lagoon, in der Bootslagune. Habt ihr euch schon einen Kahn ausgesucht? Also hier stehen einige rum. Auf der Suche nach dem besten Überblick über die Insel Phuket steuere ich ihre Südspitze an. Der Khao Kat-Turm liefert eine der schönsten Aussichten. Von hier oben wird die Lage der Insel in der Andamanensee nochmals deutlich. Ihre Länge von 50 Kilometern und Breite von 22 Kilometern ist kaum vollständig zu überblicken, gilt sie doch als größte Insel Thailands. Zahlreiche malerische Strände sind an der Westküste gelegen. Einen davon werden wir mit dem Patong Beach noch sehen. Insgesamt wird sie von vielen Pauschalurlaubern angesteuert. Wie ich aber leidlich erfahre, macht man das wohl eher zur Jahreswende, wenn die Niederschlagsmengen geringer ausfallen. Hier beim Wat Chalong angekommen, im südlicheren Teil der Insel Phuket. Und hier stehen gleich vier Tempel auf einem Haufen sozusagen. Das Doofe ist, das Wetter sieht nicht ganz so einladend aus und es sieht auch so aus, als würde es gleich wieder ganz mächtig anfangen zu regnen. Das Wat Chalong ist der größte und prominenteste der hiesigen 29 buddhistischen Tempel. Etwa 8 Kilometer südöstlich der Stadt Phuket gelegen, verehrt man hier zwei Mönche, die während der Zeit des Aufstandes der Zinnarbeiter lebten und an diesem Ort wirkten, Luang Pho Chuang und Luang Pho Chaim. Sie waren berühmt für ihre medizinischen Kenntnisse und Fähigkeiten. In einem dem Wat beigeordneten Teakhaus werden Andenken an die beiden Mönche aufbewahrt, unter anderem von ihnen getragene Roben sowie Statuen aus Wachs. Der Buddhismus ist also auch hier zugegen und so schweifen meine Blicke bereits auf einen Berg in die Ferne. Da oben ist übrigens noch ein weiteres Highlight von Phuket auszumachen, der sogenannte Big Buddha. Den werden wir gleich auch noch aufsuchen. Die Straße zum Big Buddha hier geht richtig durchs thailändische Dorf. Eigentlich alles auf der Straße. Mopeds, Autos, Hunde, whatever, was man gerade so braucht. Oben angekommen, sehe ich mich zum Zeitpunkt meines Besuches einer Baustelle gegenüber. So ganz fertig ist das Podest der 45 Meter hohen Marmorstatue noch nicht. Dennoch schaut sie steif vom Gipfel des Khao Nakhat nach Osten auf die Chalong-Bucht. Für den noch nicht ganz fertiggestellten Sockel kann man gegen eine kleine Gebühr noch Marmorplatten kaufen und sie mit seinem eigenen Namen versehen einbauen lassen.
Fazit lautet schon jetzt, Phuket ins Wasser gefallen und zwar komplett. Die Aussichten für morgen sind nicht wirklich besser, für die Nacht sowieso Regen ohne Ende. Was das für ein komisches Geräusch ist? Ach so, ich zeig's euch. So sieht der verzweifelte Versuch aus, die Schuhe wieder trocken zu kriegen oder, sagen wir mal, etwas die Feuchtigkeit daraus zu entfernen. Aber irgendwie, wenn ich es mir so recht überlege, es wird langsam jetzt ein bisschen warm hier durch den Föhn. Ach, wir haben eine Klimaanlage. Wenn das weiter so geht, dann fängt es hier wahrscheinlich gleich an der Tür an zu gewittern und zu hageln. So schlimm kommt es dann doch nicht. Und noch viel besser, das Nass gönnt sich eine Pause. So gelingt es mir, Patongs Fußgängerzone zu erkunden. Ähnlich wie in Pattaya reihen sich Bars, Nachtclubs und Restaurants aneinander. Patong Beach am Morgen. Von dem nächtlichen Trubel ist nicht mehr viel übrig geblieben. Dafür lockt der 3,5 Kilometer lange Strand, der an der gesamten westlichen Seite des Ortes entlang führt. Gegen Ende der 80er Jahre wurde er bei westeuropäischen Touristen bekannt. Selbstredend, dass man hier auf viele Hotels stößt, und so war es auch mir ein leichtes, eine Nachtbleibe ohne vorherige Reservierung zu finden. In Laufreichweite zum Ufer noch dazu. Aber es ist ja auch das milde Klima, das es hier so lebenswert macht. Patong verzeichnet durchschnittliche Höchsttemperaturen von 29 bis 33 Grad. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 23 bis 26 Grad. Und das mit der Regenzeit von April bis Oktober, ja, leidvoll so erfahren. Jetzt, am Ende der Reise, kann ich mich durchaus glücklich schätzen, Mittel- und Nordthailand trocken erfahren zu haben. Und genau dahin mache ich mich nun wieder auf den Weg. Der Abflugtermin rückt näher. Mit einem letzten Stopp verabschiede ich mich von jener Brücke, die das thailändische Festland mit der Insel Phuket verbindet. Dort hinten sehen wir ein Stück offenes Meer. Und das sagt uns, dass es diejenige Wasserenge hier, die das thailändische Festland von der Insel Phuket trennt. Und genau deshalb hat man hier die Sarasin Bridge gebaut. Genau genommen sieht man sich heute zwei Bauwerken gegenüber, die den Pak Pra Strait überspannen. Die niedrigere Brücke wurde 1967 errichtet und im Jahr 2011 zu einer Fußgängerbrücke umgerüstet. So ist es ein leichtes, auch zu Fuß die Wasserenge zu queren. Sodann ist das Besuchsprogramm Thailand abgespult. Der Trip neigt sich mit der 825 Kilometer langen Rückfahrt seinem Ende. Was bleibt, ist die Erinnerung an ein modernes Land, das die traditionellen Werte in besonderer Weise zu pflegen weiß. In diesem Sinne, auf ein Wiedersehen im Land des Lächelns.